Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Pokémon Quest. Ich habe offscreen gerade noch einmal das Level gemacht, damit unser Essen fertig ist, dass die angelockten Pokémon da sind. Ich werde es generell so halten, dass ich vermutlich offscreen ein bisschen leveln werde, um das Ganze im Let's Play natürlich ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ich würde sagen, wir gehen direkt erstmal in die Basis und schauen, welche neuen Pokémon da auf uns warten. Denn wir haben eine Hauptaufgabe abgeschlossen. Haben wir das? Zeig mir die Achievements. Das, verstärken. 2 P-Steine an ein Pokémon verteilen. Ja, das habe ich in der Tat abgeschlossen. Das stimmt, das habe ich schon gemacht. Und, oh, Nebenformate haben wir auch. Kriegen wir Aprikokos. Das finde ich aber cool, dass die Namen von den Bären zum Beispiel ins Originalspiel gehalten sind. Ja, Aprikokos eben. Und dass man das, was sich so namentlich nicht nur mit dem Pokémon an die Originalspiele hält, weil bei Spin-Offs ist es ja öfter so, dass dann neue Sachen versucht werden zu etablieren und so. 10-mal bei einem Pokémon einen Levelaufstieg auslösen, haben wir auch geschafft. Normalteam. Mit 3 Normal-Pokémon im Team auf Erkundung gehen. Scheinen wir geschafft zu haben. Erkundungen mit nur Nahkämpfern im Team durchführen. Aber wir haben noch Taubsi dabei. Okay. Das Spiel wird schon wissen, warum es mir Sachen schenkt. So, Essen fertig. Ein roter Kubo-Eintopf. Leibspeise von rötlichen Pokémon. Und wir haben ein neues Rezept freigeschaltet. Zutaten, hauptsächlich rote Zutaten. Na, dann schauen wir mal, was für rote Pokémon da angelockt werden. Ein Paras. Das habe ich sofort erkannt. Hallo Paras, grüß dich. Level 5 ist das Gute. Ja gut, Paras interessiert mich jetzt eher weniger. Guck mal, Relaxo will was von uns. Moment, kriegen wir? Wir kriegen ein Relaxo. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Was ist denn da unten? Ah, unser Schiff, guck mal. Wie cool, dass es da unten rumschwimmt und unsere Drohne auch, dass man das so sieht. Ich muss mal ganz kurz mein Team anpassen. Ich hab hier was. Tschüss Radfratz, hast gute Dienste geleistet. Ein bisschen. Vielleicht. Oh, was ist denn Training? Was ist denn Training? Durch das Spezialtraining können Pokémon andere Attacken lernen oder Erfahrungspunkte erhalten. Um ein Spezialtraining durchzuführen, benötigst du die Unterstützung von Pokémon, die beim Training helfen. Nach Abschluss des Spezialtrainings musst du dich von diesem Trainingshelfer dann verabschieden. Okay, das heißt, ich möchte jetzt Relaxo trainieren und setze als Trainingshelfer Paras ein und dann wird Relaxo auf Level 3 geboostet. Ja. Oh, voll weggeflogen. Wie fies. Okay, und jetzt ist Paras also quasi permanent verschwunden. Okay. Das ist cool gemacht. Also erinnert so ein bisschen an Pokémon Go, was so die Bonbons angeht und so, ne? Kochrezepte. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, spezielle Pokémon, spezielle Vorliebe. Dann kann ich jetzt hier, wupsa, kann ich das nicht direkt auswählen? Egal. Ich mache mal aber zufällig. Da, die habe ich übrigens gerade eben gekriegt, als ich offscreen das Boss-Level nochmal gemacht habe. Na, dann kochen wir mal. Und schauen, was wir da rauskriegen. Und jetzt haben wir ja hier auch noch einen zweiten Kochtopf. Das heißt, hier werfen wir auch nochmal random Zeug rein. Und kochen den Spaß auch nochmal. Huch, hab ich noch ein Achievement? Ich scheine tatsächlich noch was bekommen zu haben. Leveltraining. Ah, natürlich. Oh, und auch Nebenquests. Hart im Nehmen. KP-Wert von 500. Ja, lass mich raten. Ist bestimmt Relaxo. Und gemeinsam stark Teamstärke von 1000 erreichen. Auch das ist, was, da kann man stolz drauf sein. Ich will noch mal ganz kurz in den Markt schauen. Ob wir hier, Deko-Objekte, ja, ich weiß, was Deko, ich hab schon, hoch.
Oh, der sieht ja mega cool aus. Flamara-Kissen, was machst du denn? Fundmenge roter Zutaten hoch, lass mich raten, Blitzer, mach dann gelbe Zutaten. Das sieht ja alles schon ziemlich cool aus. Der Ditto-Ballon, Ibitak-Wetterfahnd, der Mewtwo-Bogen. Oh, wie cool. Und Boxerweiterungen sind, dass wir mehr Pokémon haben können, oder? Platz für 20 weitere P-Steine. Und das hier ist für Pokémon-Freunde. Okay, cool. Dann haben wir das mal rausgefunden. Dann gehen wir doch jetzt mal wieder auf eine Erkundung. Ich meine, ich bin jetzt hier seit 5 Minuten schon am Rumprobieren. Gehen wir zuerst nach rechts oder nach links? Das sind ja auch die wahrscheinlich... Ich schätze mal, dass es die empfohlene Teamstärke ist. Gehen wir mal hier rein, in den Klammhain. Bonustyp Feuer. Gut, Feuer haben wir jetzt gar nichts. Überflüssige P-Steine nutzen. Ach, ich hätte Relaxo vielleicht doch einen P-Stein geben sollen. Ich stelle das Ganze mal auf automatisch. Ich schätze mal, dass das Ganze hier nicht so hart wird. Auch wenn Relaxo vermutlich ein bisschen auf den Sack kriegt, weil es ein bisschen unterlevelt ist. Aber... Oh, was habe ich denn da gekriegt? Guck mal, ich kann hier auch pausieren. Was bist du? Ah, ich kann hier, guck mal, aufgeben und für 10 Punkte kann ich das gefundene Item mitnehmen oder eben sonst zurücklassen. Das ist auch cool gemacht. Klar, es ist halt immer so, es hat den faden Beigeschmack von Pay to Win, ne? Das... Ich weiß, das Spiel an sich ist kostenlos, aber ich bin da echt nicht so der Freund von. Ja, es sind auch keine Lootboxen und so. Nein, man hat nichts, was man random kriegt, sondern man hat feste Sachen, die man kriegt. Aber es zieht immer diesen Beigeschmack mit. Ich meine, ich habe da jetzt trotz allem, da ich das teuerste Set dazu gekauft habe, habe ich jetzt nochmal 17 Euro reingepayt. Und dann trotzdem die ganze Zeit noch so gesagt zu kriegen, guck mal hier, das kannst du für... Deine komischen Scheine da, die du für echt Geld kaufst. Und das kannst du für die Scheine. Und hier und da. Na, na. Oh, aber Relaxo. Oh, und Taubsi auch sind gerade vergiftet. Das heißt, es gibt auch ganz normale Statusveränderungen. Das ist nett und oh. Evoli, du solltest vielleicht nicht drauf gehen. Ich werde mal ganz kurz... halt einen Gigastoß. Mach mal Gigastoß das mal weg und du drehschflegelst ein bisschen in der Hoffnung, dass ich das vielleicht... Nein, es reicht nicht. Evoli geht drauf. Dann Gigastoß es mal weg, Relaxo. Oh, und Duflo ist besiegt. Rip Evoli. Und oh... Oh, Relaxo kriegt ein paar richtig schöne Level. Und die anderen beiden Pokémon haben ein neues Feld freigeschaltet. Härtestein plus 90 KP plus 76 und ein Streustein. Attackenprojektilzahl plus 1 und minus 15% Schaden dafür. Es dauert 30 Minuten, eine Zelle der Batterie aufzuladen. Ach, das ist das Ding. Ja, was ich davon halte... Gut, es scheint ja recht human zu sein, was die Zeiten angeht. Aber ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch, ne? Ich bin da ja immer ein bisschen skeptisch. Naja, schauen wir mal, was wir jetzt hier boosten können. Relaxo, dich würde ich ganz gern boosten. Ach, guck mal, ich kann jetzt zum Beispiel den Knuddler hier damit verstärken. Nicht? Aber es ist doch beides rosa. Oder muss ich den direkt drauf? Muss ich den hier? Nein. Aber es hieß doch gleiche Farbe, heißt... Oder muss es... Muss es ein Fernkampfangriff sein? Und das hier ist ein Nahkampfangriff und es ist deswegen nicht kompatibel. Das wäre natürlich auch möglich. Komm, wir geben mal hier... Und ich kann hier auch irgendwie was... Was ist denn recyceln? Ach, da kann ich die einfach wegwerfen. Okay, nee, das will ich natürlich nicht. Dann schauen wir mal ganz kurz bei unseren anderen Freunden rein. Also außer bei dir, Radfratze, bist aus dem Team. Ciao. Dich brauche ich hier nicht mehr.
Hier können wir auch ein Angriffsding reintun. Gibt es jetzt noch irgendwie eine Combo? Nein, anscheinend nicht. Schade. Das wäre cool, wenn man so dann... Ah, wobei, es ist ja festgelegt, wo was hinkommt. Nee, dann macht das Ganze doch nicht so Sinn, wie ich dachte, es würde Sinn machen. Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist minus 5% Attacken, Zeit. Also 5% schneller sind die Attacken aufgeladen. Ist cool. Wenn wir was hätten, wo es was bringt. Ich habe auch gar keine Faustdinger mehr. Das ist natürlich etwas suboptimal. Ja gut. Dann können wir soweit nichts mehr machen, außer direkt ins nächste Level zu gehen. 1200 kriegen wir auch hin. Hammer auch. Und es sieht tatsächlich auch danach aus, als ob ich zwischendurch ein bisschen offscreen leveln müsste, um das Let's Play spannend zu halten. Werde ich natürlich tun. Für meine Zuschauer nur das Beste. Nicht wahr? Hashtag Community-Liebe. Angriffswelle über... Wo hat sich denn Relaxo gerade hingedreht? Oh wei. Ich habe übrigens auch vorher gelesen, dass, wenn wir in ein Gebiet gehen, wo wir schon mal drin waren, es gut sein kann, dass wir neue Pokémon treffen, die wir noch nicht getroffen haben. Taubsi, du kannst auch übrigens, mal hier Relaxo knuddeln mal ein bisschen. Relaxo verteilt auch seine Community-Liebe. Warum hat Bodycheck eigentlich ein neues Symbol hier? Muss ich das verstehen? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich denke nicht. Mehr Pokémänner! Paras. Paras sind ja auch mega gruselig. Beziehungsweise ich finde Parasek ja gruseliger, weil die Pilze auf dem Rücken ja irgendwie Parasiten sind. Und Parasek dann komplett von diesen Parasiten eingenommen sind. Und ja, Paras sind halt nur befallen von den Parasiten. Und Parasek dann eben komplett eingenommen. Was hat das... Ist die... Heißt es, die Attacke ist gelockt? Ich kann die... Noch mehr Pokémänner! Was ist denn da los? Da kommen ja... Ach. Heißt es, ich kann die Attacke so lange nicht einsetzen, während die so gelockt ist? Wäre natürlich... doof, aber es scheint tatsächlich so zu sein. So, haben wir irgendwo noch mehr Pokémon gesichtet? Da, noch mehr Eier! Obwohl ja, oh wei, ist ja auch falsch, die als Eier... Gut, es hat Ei im Namen, es sieht aus wie ein Ei, aber im Endeffekt sind es halt trotzdem Samen. Ich meine, da wächst später eine Palme draus. Und wir kommen zum letzten, zum Boss-Pokémon. Ein Kokowai, wer hätte damit gerechnet? Dann Gigastoß ist mal weg. Ich hoffe, es macht nicht zu viel Schaden. Oh, es kann auf jeden Fall Eierbombe. Knuddel mal ein bisschen Relaxo. Ich bin aber froh, dass Dreschflegel mehreren Pokémon Schaden macht. Das ist in solchen Kämpfen sehr angenehm. Und wir scheinen gut vorwärts zu kommen. Neue Formation, Evoli bleibt mal ein bisschen hinten. Okay, Kokowai scheint es voll auf Evoli abgesehen zu haben. So viel dazu. Es scheint Evoli etwas zu hassen. Los, knuddel es tot, Relaxo. Knuddel es tot. Da zu Tode geknuddelt. Puff. Und wir kriegen schön viel neues Zeug. Und bestimmt auch Level Up, oder? Auf jeden Fall für Relaxo. Ja, für alle Level Up. Ah, aber keine neuen Felder. Ein Härtestein für 104 KP. Es wird ja immer mehr. Es wird ja immer mehr. Wir haben auch einen fertigen Kochtopf. Das heißt, mal schauen... Ah, der hier. Mal schauen, was wir da für ein Pokémon kriegen. Ein Kubo Feuer... Was für ein Ding? Das Wort habt ihr euch doch ausgedacht. Viele Pilze und ein paar rote Zutaten. Leibspeise von Feuer-Pokémon. Sehr cool. Eine Kubo Feuer Builabai.
Ich weiß nicht, ob das Französisch ausgesprochen wird oder. Ein Vulpix! Yas, freunde dich mit mir an! S4 ist Level 15! S4 ist Level 15! Ich würde es gern behalten. Kann ich vielleicht das statt Taubsi ins Team nehmen? Das wäre. Macht auch im Moment mehr Sinn, weil Feuer ja den Bonus im momentanen Gebiet hat. Dann schauen wir mal ins Amulett. Oh, das hat auch richtig viele Slots frei. Nein, kriegt es immerhin ein paar KP. Dann werden wir die Teile mal los. Ich kann hier auch so direkt switchen. Das ist auch praktisch. Hm, 77, ja, habe ich nichts Besseres. Angriffsding habe ich auch nichts Besseres. Bei Relaxo vielleicht. Nö. Nischs. Gar nischs. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, werde ich offscreen mal wieder ein bisschen leveln. Ich packe hier noch ganz kurz random eine Suppe rein. Zufällige. Koch mal. Werd vermutlich zwei Gebiete machen, bis die Suppe fertig ist. Oder mache ich vier? Na, ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Mache ich spontan. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.